So, wir waren gestern im Dorf, haben die Wurzel für Nico bekommen. Dann gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Da liegt sie. Ich habe die Wurzel, Hubert. Worauf warten Sie denn dann noch? Geben Sie sie dem Mädchen. Na klar. Der Schamane meint, Sie sollten mal Ihre Kinder besuchen. Er hat es Ihnen also erzählt. Hören Sie, Hubert. Eine etwas größere Familie zu haben, das ist doch keine Schande. Aber an Ihrer Stelle würde ich mich mehr dafür schämen, dass Sie nicht für Ihre Familie da sind. Es war dieser verdammte Affentanz, der mich auf Abwege geführt hat. Ja, ein solcher Anblick muss schwer zu vergessen sein. Gut, dann ab zu Nico. Nico, ich habe dir diese Wurzel mitgebracht. Sie ist auf gar keinen Fall in der Lage, die Wurzel zu kauen. Ich muss ihr das Gegenmittel in einer leichter verdaubaren Form verabreichen. Ich kann Kerzen. mit Huberts Kerzen nichts anfangen. Ich halte Kreuz. es für besser, den Altar nicht zu entweihen, während Hubert sich um Nico kümmert. Ist hier sonst noch irgendwas? Da vorne ein Krug. Ich kann einen Priester nicht bestehlen. Okay. Leicht verdaubarere Form. Wir machen die Wurzel hier drauf. Muss jetzt gerade überlegen. Hiermit können wir den Saft auffangen. Der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. Sehr schön. Uns läuft Die alles schön Flüssigkeit, die hier aus der rein. Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. Okay. Dann Kegel nehmen. Und wieder ab nach oben. Mit einer Hand nichts verschütten. Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen schnell. Nico. Hier, trink das. Oh, George. Das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Die anderen Steine? Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George? Wieso Stop it. wir? Sie hat doch Hubert angefangen 17 damit. klingt schon immer gesünder, wie früher. Nach einem Flug über das Karibische Meer heißt, wir fliegen Nico jetzt in hat die sich schnell von Karibik. ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen, jeden Stein einzeln zu suchen. Okay. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Okay. So, dann sind wir jetzt in der Karibik und wir dürfen das erste Mal dann wahrscheinlich auch Nico Ich muss steuern. einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, Rasta! Komisch. Wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Wer sind das? Hallo, ist das hier Catch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby?
Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Bis später mal, Bronson. Okay. Das ist ein Theodolit. Ein Ding für Landvermessung. Okay. So, hier ist ein Netz. Ich will kein Fischernetz. Warum nicht? Ist hier noch was? Ja, da ist noch ein Junge. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, naja, ist halt so ein Name. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Warum? Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Warum machst du auch sowas? Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Okay. Ich weiß ja nicht mal, wo an so einem Segeldingsbums der Anlasser ist. Segeldingsbums. Das nennt sich Boot. So, wollen wir mal hoch. Moment. Erst nochmal mit ihm reden, oder? Was halten Sie von Rio? Der Fischbengel? Wenn der mir nochmal zu nahe kommt, erwürge ich den kleinen Mistkerl. Immer mit der Ruhe. Was hat er Ihnen denn getan? Mir einen über den Hinterkopf übergebraten mit irgend so einem stinkenden Fisch. Das hat er getan. Erzählen Sie mir was über die beiden alten Ladies. Wen? Die Ketch-Schwestern? Die eine ist verrückt wie ein Opossum und die andere verwandelt sie in ein Warzenschwein, wenn sie nicht aufpassen. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies. Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing. Und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Okay. Könnte ich mal einen Blick auf Ihre Pläne werfen? Kommt nicht in Frage. Wieso interessieren Sie sich überhaupt dafür? Ich hatte schon immer den heimlichen Wunsch, Landvermesser zu werden. Ach, wirklich? Ja, sicher. Ich meine, Ihr Vermesser seid doch die Erben der großen Erforscher. Heinrich der Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Sie segeln vielleicht nicht durch unbekannte Gewässer und entdecken keine neuen Kontinente, aber für mich sind Sie Helden. Ehrlich, richtige Helden. Blöder Dünnschiss, Sie bleiben mir von den Plänen weg, ist das klar? Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht.
Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Bis später mal, Bronson. Alter, der ist mir so unsympathisch, der Kerl. Dann gehen wir mal hoch zum Haus, würde ich sagen. Oh, eine Katze. Hey, Mieze, willst du spielen? Aua. Vorsicht, Mistkatze. Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. So, da sind die Damen. Catch. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist nur Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Aber ja, jo. Besonders gegrillt. Medium. Können Sie mir etwas über Captain Catch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Catch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich dem 8. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Catch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Ja. Ja, allerdings. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Catch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins... Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Catch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Catch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Catch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins' Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer, mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Catch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Was ist aus Catch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein! Er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Catch Gedenkmuseum. Stimmt es, dass Frederick Catch ein Pirat war? Frederick Catch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Okay. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Catchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Catch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch, Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Catch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch Sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt. Danke, Mina. Alter Schwede, sind die aggressiv. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt.
Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen liebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Sauerei. So, die Tür ist wahrscheinlich zu. Ja. Es ist abgeschlossen. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Ach, natürlich. Das muss das Grundstück sein, das Bronson gerade vermessen will. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Schon gut, klar. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Gucken, was wir mit der Leiter machen können. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen, ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Also können wir nicht hoch. Runter da! Entschuldigung. Ich würde gerne da oben dran. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Okay, Fenster. Das Fenster ist verriegelt. Die Fenster sind so weit oben. Wenn ich darauf käme, könnte ich vielleicht auf diesem Weg ins Haus rein. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Oh, wir sind ja schon bei 18 Minuten. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.